sein Verhandlungsgeschick verbessern, praxisorientiertes Arbeiten und das richtige Einsetzen der eigenen Macht waren die zentralen Themen des Führungskräfteseminars The Harvard Negotiation Approach in der Salzburg AG. Wir haben in dieser Woche zwei unterschiedliche Seminare. Ein Seminar geht eben um die Verhandlungskonzepte von Harvard. Ein anderes Seminar ist Using Power, also wie geht man mit Macht um. Im Rahmen des Bildungsprogrammes können bei diesen Seminaren Schlüssel- und Führungskräfte der Salzburg AG teilnehmen. Eugene B. Cogan, ein Lehrender an der Harvard University, vermittelt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschiedene Sichtweisen. I think it speaks to the foresight and the investment by Salzburg. Ich denke, es spricht für die Weitsicht und das Engagement der Salzburg AG, in ihre Manager und Führungskräfte zu investieren. Ich weiß, ich spreche aus Eigeninteresse, wenn ich sage, dass Perspektiven von außerhalb des Unternehmens eingebracht werden sollen, denn die Seminare könnten auch von internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgehalten werden. Diese könnten das Personal und das Management trainieren, aber Perspektiven von außerhalb haben ihre Vorteile. Das ist eine großartige Investition in die Leute. Certainly I feel it's a great investment in people to do that. Das heutige Thema behandelte das Harvard-Verhandlungsmodell, wo man einfach wirklich schaut, okay, man trennt die Interessen von der Position des Menschen. Man ist, ja, es gibt den Ausdruck, sei weich zum Menschen, aber hart in der Sache. Und einfach wichtig, dass man sich im Vorfeld einer Verhandlung wirklich eine Recherche macht, dass man weiß, okay, wo ist die rote Linie, wie weit kann ich gehen und was ist das Interesse auch meines Gegenübers. Major message from the course on the Harvard negotiation approach is that beim Harvard Verhandlungsansatz sind Verhandlungen kein Wettbewerb. Es sollte eher eine gemeinschaftliche Problemlösung sein. Wenn Sie mich fragen, was Verhandlungen sind, würde ich sagen, dass Verhandlungen eine gemeinschaftliche Problemlösung sind. Wir sind bestrebt, Bedingungen zu finden, unter denen Sie eine Art von Problem lösen. Bei Verhandlungen geht es vor allem darum, darüber nachzudenken, wie ich Ihnen helfen kann und wie Sie mir helfen können und wie wir beide dadurch gewinnen können. Das ist der Spirit der Harvard-Verhandlungsmethode. Gruppenarbeiten, Verhandlungen nachstellen und theoretische Inputs. Diese Seminare bieten neue Sichtweisen und viel neues Wissen für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, wir haben einerseits einen theoretischen Input bekommen, wir haben andererseits auch so Simulationen durchgespielt, also Verhandlungssimulationen, die durchaus interessant waren, ja, einmal ohne Vorbereitung, einmal mit Vorbereitung. Es entwickelt sich auch eine sehr gute Diskussion in der Gruppe, sodass man durchaus so Punkte auch gut diskutieren kann, was durchaus Spaß macht. Ja. Für mich ist entscheidend, wir haben ja nicht nur vom Trainer, solche Seminare leben nicht nur von einem sehr guten Trainer hier, sondern auch von den Teilnehmern. Wir haben mal kurz zusammengerechnet, wir haben da bei den Teilnehmern mehr als 250 Jahre an Berufserfahrung und das ist für mich das extrem Wertvolle, das Lernen nicht nur vom Trainer, sondern auch von den anderen Teilnehmern, die von ihren Situationen vielleicht in Verhandlungen erzählen und da ihre Learnings daraus mitnehmen, was vielleicht das nächste Mal anders machen werden. Und das ist eigentlich das extrem Wertvolle da an dem Training. Wenn auch Sie sich für einen Job bei der Salzburg AG interessieren, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/karriere.